Bonjour et bienvenue. Wir kommen zum zweiten Video für Französisch 5. Klasse. Diesmal möchten wir Sätze bilden mit unseren Schulsachen. Wir möchten die Formen von avoir wiederholen. Ich habe für die Personalpronomen nochmal Bilder eingefügt. Das geschieht mit der freundlichen Genehmigung der Cornelsen-Gruppe. Das ist nämlich aus dem English Lighthouse Grammatikteil, diese Bilder. Alle anderen Bilder sind wie immer von Pixabay, einige sind auch von mir. Und ich würde sagen, wir fangen doch gleich mal an. Na, jetzt. Den Crayon hatten wir ja gerade gelernt. Und jetzt können wir sagen, ich habe einen Bleistift. J'ai un crayon. Tu as un crayon. Il a un crayon. Elle a un crayon. Nous avons un crayon. Vous avez un crayon. Ils ont un crayon. Elles ont un crayon. Für Franzosen klingt das jetzt furchtbar, weil ich ganz schrecklich lange Pausen zwischen den Wörtern mache. Die würden jetzt sagen, j'ai un crayon. Ne? Aber wir fangen ja gerade erst an. Machen wir mal schön langsam hier. Une gomme wissen wir auch noch. J'ai une gomme. Tu as une gomme. Il a une gomme. Elle a une gomme. Nous avons une gomme. Wir denken dran, dass dieses S, das ziehen wir tatsächlich mit rüber. Also nicht nous avons, sondern nous avons. Vous avez une gomme. Ils ont une gomme. Elles ont une gomme. Und wir können das Ganze auch mit Heften machen. J'ai un cahier. Tu as un cahier. Il a un cahier. Elle a un cahier. Nous avons un cahier. Vous avez un cahier. Ils ont un cahier. Elles ont un cahier. Und das geht noch mit Büchern. J'ai un livre. Tu as un livre. Il a un livre. Elle a un livre. Nous avons un livre. Vous avez un livre. Ils ont un livre. Elles ont un livre. Merkt ihr was? Da zeichnet sich ein Muster ab. Ist immer gleich. Das ist doch mal schön. Und wir können auch Tintenkiller haben. J'ai un effaceur. Tu as un effaceur. Il a un effaceur. Elle a un effaceur. Nous avons un effaceur. Vous avez un effaceur. Ils ont un effaceur. Elles ont un effaceur. Jetzt habe ich auch schon mal das Tempo ein bisschen angezogen. Jetzt kennt ihr es ja inzwischen schon. Und es geht gleich weiter. J'ai une règle. Tu as une règle. Il a une règle. Elle a une règle. Nous avons une règle. Vous avez une règle. Ils ont une règle. Elles ont une règle. Wenn du magst, kannst du auch zwischendrin immer mal auf Pause drücken und selber die Sachen vorlesen üben. Es ist ja ein Video, man kann nach Belieben vor- und zurückspulen. J'ai un sac. Tu as un sac. Il a un sac. Elle a un sac. Nous avons un sac. Vous avez un sac. Ils ont un sac. Elles ont un sac. Und das Letzte, dann erkläre ich auch gleich nochmal, wie das mit den Sätzen funktioniert hat, für alle, die jetzt völlig verwirrt sind. J'ai une trousse. Tu as une trousse. Il a une trousse. Elle a une trousse. Was wir hier haben, sind also unsere Personalpronomen in der Einzahl. Das erste Männchen deutet auf sich. Das bin ich selbst. Je, in dem Fall als J-Apostroph geschrieben. Ich. Dann haben wir dieses AI. Das heißt habe. Das ist unsere Form von avoir. Und une trousse steht ja nebendran, ist das Mäppchen. Im nächsten Bild deutet der auf jemand anderen. Das ist das Du. Dieses Du ist das Tu. Dann haben wir wieder unsere Form von avoir. Hast heißt in dem Fall A. A-S geschrieben. Und dann kommt einfach wieder das hinten dran, was wir haben, in dem Fall une trousse. So, jetzt deuten wir auf einen Jungen, der ein Stück wegsteht. Das ist er. Il. Dann kommt wieder eine Form von avoir. Il a. Er hat. Und dann wieder une trousse.
Entsprechend, wenn wir von einem Mädchen reden, ist sie elle Einzahl. Die Form von avoir ist gleich, weil grammatisch egal ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Er oder sie hat. Il a, elle a. Das gleiche können wir dann in der Mehrzahl machen. Nous avons une trousse. Vous avez une trousse. Ils ont une trousse. Oder auch elles ont une trousse. Nous ist das Wir, der deutet sowohl auf sich selbst als auch auf, nennen wir es mal, die Person mit weißen Haaren und rosa Hemd neben sich. Nous sind also wir, ich und noch jemand. Die Form von avoir ist jetzt avons. Das ist deutlich länger. Wir haben, nous avons. Nous avons mit Bindung. Und dann kommt wieder das, was wir haben, intrus. Vous avez. Jetzt deutet diese Person auf zwei andere, mit denen sie direkt redet. Das heißt, ihr, du und noch jemand. Vous avez. Ihr merkt, avant, avez, die klingen schon sehr ähnlich. Es gibt da ein System, es wird eine Weile dauern, bis ihr es seht, aber es ist da. Vous avez, ihr habt. Ihr habt ein Mäppchen, vous avez une trousse. Und jetzt deutet unsere Person auf Leute, die weit weg stehen. Das ist jetzt wieder die sogenannte dritte Person, der redet mit uns hier am Bildschirm und deutet auf andere. Il, wenn es Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen gemischt sind. Elle für rein weibliche Gruppen. Die Form von avoir ist jetzt on. Ils ont une trousse, elles ont une trousse. Alles klar? Sehr gut. Dann spult doch gleich nochmal zurück, macht den Ton aus und übt. Viel Erfolg!